Und wie sieht es aus mit Immobilien? Ja, Immobilien in guten Lagen, da kommt es sehr darauf an, dass man weiß, was eine gute Lage ist, sind eine exzellente Investition gewesen über die letzten Jahrzehnte, das ist keine Frage. Gold, Aktien oder doch Immobilien? Eine Expertenrunde ging am 3. Dezember im Festsaal in der Konvertzentrale der Frage nach, ob Anleger mit einer Hyperinflation zu rechnen haben und ob Investitionen in Immobilien den besten Schutz bieten oder ob es bereits höchste Zeit ist, wieder in Aktien zu investieren. Mit dabei am Podium waren Konvert-Geschäftsführer Johann Kover als Gastgeber, Nationalökonom Bernhard Felderer vom Institut für höhere Studien und Christoph Kraus, Vorstandsvorsitzender der Kathrein Privatbank. Wie wahrscheinlich ist nun eine Hyperinflation in den kommenden Jahren? Die Flucht oder die Konzentration auf Investments in Sachwerte sind ja nicht mehr wegzudiskutieren. Wenn wir uns den Goldpreis anschauen, wir brauchen uns nur unsere Immobilienpreise anschauen, die trotz aller Krise und aller Arbeitslosigkeit eigentlich nicht im Sinken, sondern eher im Steigen begriffen sind. Also so gesehen bin ich zumindest nicht einmal der Einzige, der sich vor so einem Szenario, egal ob es Inflation oder Geldentwertung in einer adaptierten Form heißt, einmal fürchtet. Und so gesehen bin ich persönlich zumindest eher der auch an, wenn dann, ein höheres Inflationsszenario glaubt. Was ist die Inflation? Ja, ist das die Konsumpreissteigerung oder ist es eine Asset Inflation? Ja, wir hatten eine sehr starke Inflation der Vermögenswerte, insbesondere von Immobilien und Aktien, eine sogenannte Blase in einer Zeit, wo die Inflation praktisch nicht gestiegen ist. Nämlich von 2000 bis 2000, bevor 2000 und dann nach 2003. Ich bin absolut der Meinung, dass es die Geldmenge ist, die die Inflation beeinflusst. Das ist einfach so, das ist ein Naturgesetz praktisch. Aber so gewiss, dass wir eine Inflation bekommen, bin ich auch nicht. Nämlich, es kann ohne weiteres sein, dass uns eine japanische Situation passiert, eine Deflation. Und wenn Sie sagen, Herr Professor Felder, die Zentralbank hat es in der Hand, eine Inflation zu steuern, zu produzieren und zu reduzieren, dann schauen Sie sich an, die Japaner versuchen das seit fast zwei Jahrzehnten, eine Inflation herbeizuführen oder eine Preissteigerung. Und das gelingt ihnen nicht. Und zwar, der Punkt ist der, so stark und autonom ist die Europäische Zentralbank auch nicht. Denn es gibt die globale Wirtschaft, es gibt die globalen Kapitalflüsse und es kann ohne weiteres sein, dass es einer EZB entgleitet, die Geldmenge so zu steuern oder die Inflation in der Hand zu haben. Während Wirtschaftsforscher Felderer für Europa keine Gefahr einer Hyperinflation sieht, so ist das Risiko für die USA deutlich höher. Dass in Amerika eine Inflation kommt, da würde ich nicht sagen, dass das gelingen wird, die rasch abzubremsen, weil die vorhandene Geldliquidität halt viel größer ist. Und daher ist auch die Gefahr einer Asset-Inflation in Amerika viel größer als bei uns in Europa. Dass also Asset-Inflation heißt eben also Immobilienpreise oder Aktien. Oder Aktien, ja? Da besteht ein großer Unterschied. Dass das zu trennen ist. Ich meine, man hat uns ja noch vor einigen Jahren erklärt, dass die Immobilienkrise eine rein amerikanische Angelegenheit ist, die Bankenkrise eine rein amerikanische Angelegenheit. Wenige Monate später war es bei uns. Also wenn es eine Asset-Inflation gibt, wird das ja schwer zu trennen sein. Wird sich zumindest teilweise über den Wechselkurs ausgleichen. Der Dollar wird noch einmal schwächer werden. Doch auch Immobilien seien keine hundertprozentig sichere Lösung gegen die Inflation. Auch Immobilien sind kein absoluter Schutz gegen Inflation und Immobilien können in einer Situation, wo es eine Hyperinflation gibt, im Preis runtergehen. Zum Beispiel, also wenn es auch nur eine inflationäre Entwicklung gibt, sagen wir zwischen 5% und 10%, das Erste, was hinaufgeht, sind die Zinsen. Ja? Wenn man das Immobilien mit Krediten finanziert hat, und das haben wir oft genug gesehen, sobald die Zinsen gestiegen sind, hat das einen Einfluss auf Immobilienpreise gehabt. Weil durch die Finanzierung, durch die alternative Anlagemöglichkeit. Hohe Zinsen sind Gift für Immobilien. Kova kontert mit dem Argument der stärker als die Verbraucherpreise gestiegenen Mieten. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, wie haben sich die Mieten seit 1986 entwickelt, also um dieses Beispiel einmal zu strapazieren, dann sind die Mieten halt um 123% gestiegen und der Verbraucherpreisindex bei uns halt um 63%. Also sage ich einmal, da geht es eigentlich einmal in die richtige Richtung und da könnte man schon sagen, also Inflation ist
wertmäßiger Schutz. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch die Wertsteigerung einer Immobilie sehen. Und da kommt es natürlich sehr darauf an, wo man investiert und wie man investiert und vor allem in welchen Lagen. Also letztendlich haben wir durchaus eigentlich einen positiven, nämlich Überhang, Preis, nämlich Mietpreis und Verkaufspreissteigerung gegenüber Inflation, aber okay. Es ist eindeutig so, dass Immobilien sehr stark von Zinssätzen beeinflusst werden. Ja? Wenn jetzt eine Rendite zum Beispiel bei einer Bundesanleihe bei 3,3% auf 10 Jahre gezahlt wird, dann ist eine Immobilienrendite von 4% nicht so schlecht. Ja? Und auch Felderer gibt schlussendlich Immobilien den Vorzug gegenüber Gold. Sie können, wenn Sie Immobilien an einem guten Standort gekauft haben, sicher eine höhere Rendite über die letzten 20 Jahre erreichen wie mit Gold. Der Goldpreis ist in hohem Maße administriert. Warum? Weil die großen Goldreserven dieser Welt werden von Zentralbanken gehalten. Und die Zentralbanken können sich heute oder morgen entscheiden, das Gold wieder zu verkaufen. Kürzlich hat eine ganz große Zentralbank, nämlich die indische Zentralbank, entschieden, dass sie ihren Goldbestand ausweitet, erhöht und hat eine große Menge Gold in Amerika gekauft. Und damit ist der Goldpreis in kurzer Zeit von etwas über 1.000 auf 1.200 Euro die Unze angestiegen. Das war der wesentliche Grund für diesen Anstieg. Und da bin ich also schon der Meinung, dass ein Produkt, das so stark von Entscheidungen von Zentralbanken abhängig ist, ist mir das Risiko ein bisschen zu hoch, ehrlich gesagt. Bei den Gästen kam die spannende Podiumsdiskussion sehr gut an. Die Kernaussage war, dass ich mich amüsiert habe, dass, wie soll ich sagen, unterschiedliche Meinungen hier vertreten waren und die Teilnehmer sich nicht geniert haben, sich die Meinung ins Gesicht zu sagen. Und es war vielleicht daher nicht ganz so langweilig, wie man es vielleicht im täglichen Mainstream hat. Und es war ein bisschen erleben hier. Die Experten unterscheiden sich nicht nur in der öffentlich geäußerten Meinung, sondern auch in den persönlichen Anlagestrategien. Wie sieht Ihr persönliches Anlageportfolio aus? Naja, mein Problem ist nicht so groß, weil ich nicht so viel habe wie manche andere. Aber natürlich ist da Immobilie drin, natürlich sind da Aktien drin. Es ist immer klar, dass die Streuung so sein soll, dass auch Immobilien dabei sein sollen, dass aber auch Aktien dabei sein sollen und dass man eben nicht auf eine Sache alleine setzt. Das ist eine Grundregel des Bankings. Und Sie selbst, wie schaut Ihr persönliches Anlagenportfolio aus? Das schaut schlecht aus, weil ich habe relativ viel noch in Aktien gehabt und bin zwar so ausgestiegen, dass ich mit einem blauen Auge davon gekommen bin, aber ich habe schon Verluste eingesteckt und ich habe jetzt wieder ein bisschen nachgekauft und ja, jetzt bin ich wieder ein bisschen am Überlegen, was zu tun ist. Naja, ich bin da vielleicht kein ganz typisches Beispiel. Ich habe den größten Teil meines Privatvermögens in der eigenen Company, nämlich in der Convert investiert. Ich glaube nämlich, dass diese Aktie derzeit einmal unterbewertet ist, durchaus eine Werthaltigkeit hat. Wir sind ja durch diese Hochzinsphase, was eher eine Krise war für die Immobilie, aber auch durch die Liquiditätskrise, ja ziemlich unbeschadet durchgetaucht. Ich habe daraus auch einen Inflationsschutz, weil unsere Mieterträge sind inflationär geschützt, weil jeder Mietvertrag eigentlich an den Verbraucherpreisindex angebunden ist. Und weil ich weiß, was drinnen ist, glaube ich dran und bin im eigenen Unternehmen investiert. Aber das würde ich jetzt niemandem empfehlen, nur in die Convert zu investieren. Aber vielleicht habe ich da Insider-Informationen und habe einen Informationsvorsprung. Dann habe ich Aktien. Ich würde sagen, ich habe 60% Immobilien, 20% Aktien und 10% Anleihen. Ein guter Teil meines Vermögens ist in Convert-Aktien. Sonst würde ich keine Aktien kaufen, nicht weil ich so ein Convert-gebrainwashed Mensch bin, sondern weil ich mich mit Aktien nicht auskenne, sondern ausschließlich mit Immobilien.